So, guten Morgen. Diese Woche wechseln wir das Thema. Diese Woche geht es um geometrischen Algorithmen. Das heißt, heute und morgen. Heute machen wir drei Themen. Genau, erstmal eine kleine Einführung. Womit beschäftigen sich geometrische Algorithmen? Naja, mit Punkte im D-dimensionalen Raum. Ja, gibt es eindimensionaler Raum. Also ich habe quasi für jeden Punkt habe ich nur einen Wert. Oder auch zweidimensionaler Raum. Da habe ich eben x und y Wert für jeden Punkt. Oder genau, kann man entweder 2D plus die Zeit nehmen. Ja, dann hat man drei Dimensionen. Oder aber räumlich x, y, z Wert. Und wenn man, genau, das heißt, wenn ich dann ein dreidimensionaler Punkt habe und dann nochmal wieder noch eine Dimension dazu nehme, ja, dann bin ich dann bei vier Dimensionen. Vier Dimensionen ist jetzt erstmal räumlich schlecht vorstellbar, aber das sind dann so Vektoren. Also wir haben ja bei der Textverarbeitung gab es zum Beispiel dieses Suchproblem, dass ich Dokumente habe. Und anfragen und ich will jetzt quasi die ähnlichen Dokumente für eine Anfrage, und da kann man das auch so machen, dass man sich das vorstellt, dass man ein Dokument darstellt durch einen Vektor, der mir sagt, wie oft da ein bestimmtes Wort vorkommt, und die Dimensionalität dieses Vektors ist die Alphabetgröße, die ich da habe für mein Text, ja? Also wenn ich irgendwie eine Webkollektion habe, dann und ich parse das in Worte, dann hat man vielleicht irgendwie so ein Vokabular, das hat irgendwie 100 Millionen Worte, und dann hat man 100 Millionen dimensionalen Vektor für jedes Dokument, wo dann quasi dran steht, wie oft dieses bestimmte Wort im Dokument vorkommt, und dann habe ich eine Anfrage, eine Query, und da steht auch dran, wie oft quasi jedes Wort in der Query vorkommt. Und dann will ich den kleinsten Winkel berechnen zwischen der Query und allen Vektoren, die Dokumente sind. Ja. So, das heißt, das wäre jetzt quasi noch ein höherdimensionales Problem. Ja. Und das kommt aber vor bei der Suchmaschine, Datenbanken, maschinelles Lernen und so weiter. So. Das heißt, das basisgeometrische Objekt ist einfach der Punkt. Und dann kann ich natürlich Punkte verbinden. Dann kommt eine Strecke raus. Ja, das heißt, ich nehme quasi alle Punkte, die zwischen zwei Punkten liegen. Ja, also so eine Linearkombination, wo das Alpha zwischen 0 und 1 variiert, ja, den Anteil von einem Punkt zum anderen Punkt. Genau, und das nennt man eine Strecke. Es gibt natürlich, kann man dann auch statt Strecken, kann man dann auch noch komplexere Sachen machen, wie Ebenen und so weiter. Ja, dann ist das aber dreidimensional. Und genau, das heißt, das ist quasi die Basis in geometrischen Algorithmen, dass man immer irgendwie eine Punktemenge hat, und dann genau, da gibt es ja noch, also Punkte sind das einfachste Objekt, das es da gibt. Und wenn ich das verbinde, kommt da noch ja, komplexere Objekte raus. Und genau, und jetzt wollen wir quasi genau einen Algorithmus, den man macht, ist, also ich habe ein Set von Strecken, also eine Menge von Strecken, und ich will, dass da alle Schnittpunkte rauskriege, zum Beispiel. Und da, genau, und das machen wir, weil. Die Lösungstechnik für diesen Algorithmus, oder genau die Klasse dieses Algorithmus, ist so ein Sweepline-Algorithmus, den kann man auch für viele andere Probleme anwenden, und das ist quasi so ein Beispiel für so einen Sweepline-Algorithmus. Genau, das zweite Problem ist konvexe Hülle. Das heißt, ich habe auch wieder ein Punktset im 2D, und was ich das suche, ist dann ein konvexes Polygon, welches besteht aus Punkten in diesem Punktset, ja, und alle anderen Punkte einschließt. Ja, das wäre dann hier zum Beispiel, das wäre die konvexe Hülle für dieses Punktset. Genau.
Oder ein anderes Problem, ich habe ein Punktset, eine Punktemenge und ich will jetzt drei Punkte bestimmen. Und wenn ich da, einen Kreis durchzeichne, wenn die alle auf dem Rand liegen, ja, das ist ein schlechter Kreis. Also hier ist genau, der müsste dann quasi alle anderen Punkte enthalten. Jetzt hier sieht man zum Beispiel, ja, dieser Punkt wäre außerhalb. Das heißt, das wäre keine kleinste einschließende Kreis oder Kugel, also Kugel ist im mehrdimensionalen, also im dreidimensionalen, das wäre quasi im zweidimensionalen. Aber das sieht man hier, das wäre nicht so eine Lösung. Genau. Aber und da wollen wir einen Algorithmus kennenlernen, der kann das machen. Wenn ich n Punkte habe, dann macht er das in erwarteter linearer Laufzeit. Genau. Und dann wahrscheinlich morgen machen wir erst Range Search. Das heißt, ich habe auch wieder Punktemenge gegeben und ich habe dann irgendeinen Bereich, den ich dadurch vielleicht ein Viereck definiere. Und dann will ich wissen, wie viele Punkte liegen da drin oder auch welche Punkte liegen da drin. Und das ist aber effizient. Ja? Also immer, genau, immer wollen wir das möglichst effizient lösen. Genau, n ist immer die Anzahl von Objekte. Beim Strings war es immer die Länge des Strings. So. Und genau, jetzt kommen wir zu der ersten Fragestellung. Ja? Also ich habe in Strecken und will alle Schnittpunkte berechnen. Das heißt, also hier in dem Beispiel oben rechts, da habe ich diese Schnittpunkte rot markiert. Ja? Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Geraden und die haben dann auch 5 Schnittpunkte. So. Genau, das war das erste Problem. Dann gibt es noch, was ich gerade gezeigt habe, diese konvexe Hülle. Und genau, was auch häufig noch auftritt, ist so, ich habe auch wieder diese Punktemenge. Und was ich jetzt machen will, gibt es zwei Probleme. Einmal will ich das Voronoi-Diagramm ausrechnen. Das ist das zweite hier. Naja, was ist das? Ich habe jetzt, also diese Punkte, die jetzt da verbunden sind, da dieses gestrichelte ist das Voronoi-Diagramm und das gibt mir quasi ein das Gebiet, also wenn ich einen Punkt betrachte, dann gibt mir dieses Voronoi-Diagramm das Gebiet dann um den Punkt, genau, wenn ein Punkt da drin liegt, dann ist der nächste Punkt dieses Zentrum innerhalb von dem Gebiet. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt quasi hier drin diesen roten Punkt habe und will quasi wissen, was ist der nächste Punkt, ja, dann ist es genau der in dem Zentrum von dieser Voronoi-Zelle. Ja. So. Und das nennt man auch Punkt-Lokations-Query. Ja. Allgemein, wenn ich irgendwie eine Benutzeroberfläche habe und ich habe eine Unterteilung von meinem irgendwie, ich habe irgendwie eine Unterteilung von meinem Raum. Und dann habe ich einen Punkt, dann will ich wissen, und zwar schneller als quasi hier linear jedes Gebiet zu testen, ob der Punkt drin liegt, will ich wissen, in welchem Gebiet liegt der Punkt drin. Ja? Können Sie sich vorstellen, wenn Sie irgendwie eine Desktop-Oberfläche haben und Sie fahren da mit der Maus irgendwo, dann will ich aber die Oberfläche will dann effizient bestimmen können, wo dieser Mauszeiger gerade ist, wenn ich dann klicke und irgendein Event dann ausführen kann. Das ist, und genau, das heißt, wenn man irgendwie wenn man irgendwo ist zum Beispiel, ja, ich bin dieser Punkt und ich will jetzt wissen, wo ist es zum Beispiel, diese Punkte in dem Voronoi-Diagramm, das sind vielleicht irgendwie Supermärkte und ich will dann quasi wissen, was ist der nächste Supermarkt, dann kann ich das auch mit diesem Voronoi-Diagramm lösen. So, und die Delaunay-Triangulierung, das ist quasi das duale Problem. Das ergibt sich, indem man jetzt einfach die Punkte so verbindet, dass diese Strecken, die Voronoi-Zellen bilden, dass das gerade die Mittelsenkrechte ist. Genau. Und das heißt, man fügt so viel Kante ein, genau, bis es nur noch Dreiecke gibt. Das ist einfach eine Triangulierung, wenn man das macht. Ja. Aber diese Delaunay-Triangulierung, die hat aber noch die hat eine Bedingung und die Bedingung ist, dass wenn ich jetzt drei Punkte da nehme und dann zeichne ich da diesen Umkreis rum um diese drei Punkte,
dann liegt kein anderer Punkt drin von dieser Punktmenge. Also das ist die Eigenschaft, die Long-Need-Regulierung erfüllt. Und das hat auch die Eigenschaft, dass das den kleinsten Winkel in diesem, also wenn ich quasi alle Dreiecke nehme und da der kleinste Winkel von jedem Dreieck, dann maximiert es dann. Und das ist schön in manchen Anwendungen, weil genau, je kleiner der Winkel, umso schlimmer ist mit Rundungsfehler in der Computergrafik zum Beispiel. Und dann darum ist diese Delaunay-Triangulierung ist quasi das, was man eigentlich erreichen will. Okay, genau. So, genau, weitere Anfragen, ja, sind aber, ich will den nächsten Nachbar berechnen von einem Punkt, ja, und wenn ich da diese Delaunay-Triangulierung gemacht habe, dann oder dieses Voronoi-Diagramm habe, dann ist es einfach, dann bestimme ich die Zelle und mit der Zelle habe ich dann den Mittelpunkt von dieser Zelle. Oder ich will, wie ich gerade auch schon anzeichnet habe, quasi wissen, wie viele Punkte liegen da in einem bestimmten Anfragebereich. So, genau, da gibt es irgendwie noch mehr, ja, zum Beispiel Sichtbarkeit. Man kann sich vorstellen, man hat einen Plan, gibt es ein berühmtes Problem, dieses Museumsproblem, ja, da hat man irgendwie einen Plan vom Museum. Und diesem Museum, ja, das heißt, da sind jetzt vielleicht irgendwie Türen und andere Sachen drin. Ja, so. Ja, das ist irgendwie, dieses da, das ist quasi solid, irgendwie Mauern und so Zeug. Ja, und das ist jetzt der Ausstellungsraum. Und da kann man jetzt Wächter platzieren, zum Beispiel hier. Dann kann der vielleicht hier und hier kann er schauen, ja, und dann da, das sieht er auch noch, ja, aber der Wächter hier. Da kann ich nicht hier nachschauen. Ja. Das heißt, hier brauche und ich will quasi den ganzen Bereich abdecken, weil da irgendwie ein Kunstdieb oder sowas ist. Ja. Und dann will man quasi die Anzahl bestimmen, die minimale Anzahl an Wächter, die ich brauche, um dieses Museum zu bewachen. Ja. Vielleicht kann man hier noch einer hinstellen, haben wir zwei, der deckt dann quasi dieses Gebiet ab. Und dann brauchen wir für dieses kleine Gebiet brauchen wir aber auch noch einen Wächter, der dann quasi auch dieses Ding noch ausfüllt. Ja, und genau, aber das machen sie dann, genau, gibt es Spezialverleihungen für so ein Zeug. Lineare Programmierung ist auch so eine Sache. Da hat man mehrere Gleichungen, die man erfüllen will. Ja. Das heißt, ich habe aber sowas, das sagt mir, meine Lösung muss vielleicht kleiner sein als jetzt diese lineare Gleichung, das heißt, alles muss da drunter liegen und dann sagt mir eine andere Gleichung, das muss da überhalb von diesem liegen, ja, und unterhalb von diesem und vielleicht auch noch größer sein als dieses. Ja, und dann hat man hier so einen Bereich und die mit linearer Programmierung, also das sind quasi hier, alle Punkte hier drin sind Lösungen und mit linearer Programmierung, das kann man, ja, allgemein ist das sehr schwierig, das Problem, aber dann gibt es den Simplex-Algorithmus und der bestimmt da die Ecken genau, kann das in der Praxis, ist es dann schnell. Genau, und oft ist es so, dass wenn man jetzt Probleme hat, die man allgemein auf dem kombinatorischen Objekt hat, wie so ein Graph, und da will ich so einen Graph, der hat Kantengewichte und jetzt will ich irgendwie den kürzesten Weg zwischen zwei Knoten bestimmen, und dann ist das jetzt aber in der geometrischen Version im euklidischen Raum, zweidimensional, da habe ich ja zum Beispiel die Dreiecksungleichung, die sagt mir, wenn ich zwei Punkte habe, ich habe quasi drei Punkte, ja, und ich gehe von, also wenn das irgendwie A, B und C ist, dann gilt aber, dass wenn ich von A die Strecke von A nach C ist aber immer kleiner, als wenn ich einen Umweg nehme, von A nach B plus die Strecke von B nach C. Ja, und wenn man sowas in Betracht zieht, dann kann man oft allgemeine Algorithmen wie Dijkstra dann optimieren, wenn man dann Lösungen ausschließen kann. Genau, das wäre jetzt quasi einfach die euklidische Distanz. Gibt es auch noch andere Distanzen, Manhattan-Distanz,
Da wäre das quasi, wird man quasi immer so rechtwinklig, kann man nur hoch und zur Seite gehen, dann zählt man das quasi so, ja, und das hier und so weiter. Oder nee, andere Distanzmaßen sind Hamming-Distanz, nicht in diesem Raum, aber genau, gibt es aber viele, viele Sachen. Genau. Handlungsreisende-Problem, ich weiß, ein Approximationsalgorithmen, wenn sie es vielleicht macht, wenn ich der kürzeste Weg bestimmen will, dann kann ich auch einfach wenn ich da geometrisch bin, kann ich den Spannbaum bestimmen für die Punkte und da eine Euler-Tour durchmachen und dann ist das höchstens zweimal so schlimm wie die optimale Lösung. War das dran? Ja? So. Genau, dann fangen wir mal an mit unserem ersten Problem. Diese Linienstrecken, die Streckenschnittproblem, ja, also gegeben meine n Strecken und ich will jetzt quasi herausfinden, alle, also die Vereinigung, also von allen Strecken S und T, will ich den Schnitt herausfinden. So, und genau, das machen wir jetzt erstmal vereinfacht und zwar sagen wir jetzt, das ist orthogonaler Streckenschnitt. Das heißt, alle Linien sind jetzt nicht so beliebig im Raum oder alle Strecken, sondern die können nur waagrecht oder senkrecht, horizontal oder vertikal sein. Genau. Das hat auch wieder Anwendungen im Schaltungsentwurf zum Beispiel, wenn man wissen will, ja, wo kreuzt sich das Leiterbahn oder ich will Straßenkreuzungen berechnen. Wenn man so ein geografisches Informationssystem hat, ja, gibt es ja heute mit OpenStreetMap, hat man viele Daten, wo man die Algorithmen dann anwenden kann. Genau. Und wenn man das erstmal ganz naiv macht, ja, dann nimmt man einfach immer zwei Strecken her, gibt es quadratisch viele, viele Möglichkeiten. Und dann rechnet man sich aus mit, man hat ja die Steigung von diesen zwei Geraden, kann man sich ausrechnen, ob die schneiden, ja oder nein. Ja, das geht dann in konstanter Zeit, dieser Test. Und dann hat man so eine Laufzeit von Theta n Quadrat. Ja, und das ist aber oft zu langsam für große Datenmengen. Und anderes Problem ist, selbst wenn ich jetzt sowas habe, einen Algorithmus, der n plus k läuft, ja, und k ist ja jetzt die Anzahl der Schnitte, die es da gibt in diesen n Strecken, dann kann es immer noch sein, dass die Anzahl an Strecken, an Schnitten quadratisch ist. Ja, also hier ist ein Beispiel, da habe ich jetzt n halbe horizontale und n halbe vertikale Strecken und die überschneidet sich alle. Das heißt, ich habe n halbe mal n halbe, das heißt, ich habe n Quadrat Viertel Ausgabe, Komplexität. So. Und genau, und aber in der Praxis ist es meistens so, dass es eher diese Ausgabekomplexität oder diese Anzahl an k, dass es eher linear ist. Und darum machen wir jetzt einen Algorithmus, der sehr nah an diesem Optimum ist. Und das Optimum, das kommt jetzt hier nicht, aber man muss quasi erstmal sortieren und dann plus die Schnitte berechnen. Genau, und genau der Ansatz, wie man das löst, das läuft mit so einer Sweepline. So eine Sweepline, das ist eine Linie, die jetzt eben entweder von oben nach unten oder von links nach rechts, also hier in dem Beispiel oder in der Vorlesung machen wir es das einfach, dass die von oben über die Ebene gleitet, ja. Und dann jedes Mal gibt es genau, jedes gibt es quasi Events, ja. Also zum Beispiel, ich habe. Ja, machen wir das vielleicht gleich im Algorithmus. Also ich gleite von oben nach unten und ich habe so Events wie eine Strecke beginnt. Ja, das ist zum Beispiel hier dieses, wenn ich kann ja die Strecken anordnen und zwar kann ich das sortieren bezüglich Y-Wert
Und eine Strecke hat aber zwei Punkte. Und dann taucht er aber zweimal auf. Einmal als, wo die Strecke beginnt und einmal, wo die Strecke aufhört. Ja. Und füge ich die also quasi zweimal ein. Und wenn ich dann die dann drin habe, dann berechne ich auch aber dann die Schnittpunkte. Und das machen wir sehr intelligent. Ja, weil ich kann ja nicht, wenn ich irgendwas einfüge, wenn ich da quasi dann mit allen anderen Strecken, die jetzt quasi da drin sind, irgendwas berechne, einen Schnittpunkt, dann wäre das wieder quadratisch. So. Und genau, da machen wir das nur, wenn das benachbart ist. Okay, also machen wir erstmal das im einfachen Fall und das ist quasi, wenn man das nur den Schnitt macht zwischen vertikalen und horizontalen Strecken. Okay. Da, also man braucht quasi nur eine komplexere Datenstruktur und das ist diese sortierte Liste von Segmenten. Das ist eine Menge T und dieses T, das speichert mir diese Segmente geordnet nach dem X-Wert. Ja, also ich gehe da mit dem Y-Wert gehe ich durch und da rein speichere ich die Segmente nach X-Wert sortiert. So. Und genau, was ich gerade auch gesagt habe, ja, ich sortiere jetzt erstmal diese Segmente. Ich habe ja zwei Arten von Segmente. Ich habe horizontale Segmente. Die füge ich da einmal ein. Ja. Und zwar mit dem Y-Wert von diesem horizontalen Segment und vertikale Segmente. Die füge ich zweimal ein, einmal mit dem Startpunkt und einmal mit dem Endpunkt. Ja. So. Und genau dieses. Und jetzt gehe ich quasi über die Y-Werte drüber, ja, von oben nach unten. In ansteigender Reihenfolge. Ja, also ich habe dann quasi zwei, also einmal das Y und dann habe ich quasi auch noch dieses Segment. Und dann weiß ich dann auch, ob das ein horizontales oder vertikales Segment ist. Okay. So. Das heißt, wir machen jetzt eine Fallunterscheidung, ja, wenn dieses Segment ein vertikales Segment ist und Start, dann fügt man das hier in diese Datenstruktur ein, welche quasi nach X-Wert sortiert ist von diesem vertikalen Segment. Ja. Und wenn das im Endpunkt angelangt ist, dann schmeißen wir das raus. So. Und die interessante Sache ist aber jetzt nur, wenn ich so ein horizontales Segment einfüge. Ja? So, das heißt ja jetzt, das habe ich da in meiner Queue, habe ich so horizontale, da weiß ich dann aber, ich habe jetzt Sachen, die quasi die aktiv sind bis zu meinem Y. Genau, und jetzt füge ich hier ein, sagen wir mal, genau, also ich habe vielleicht, genau, das ist quasi aktiv, das ist aktiv und das ist aktiv, ja, und jetzt füge ich hier ein horizontales Ding ein, ja, das heißt, das ist quasi auch jetzt genau in dem Zeitpunkt aktiv. So, naja, jetzt muss ich quasi alle rausfinden, die mit dem überlappet, ja, so, und jetzt habe ich ja diese horizontale Segmente habe ich ja jetzt geordnet nach X-Wert, ja, aufsteigend. Das heißt, ich kann jetzt einmal quasi eine Binärsuche machen nach dem horizontalen Ding, das größer ist als meine, also das ist quasi ein X1 und das ist irgendwie X2. Genau. Und dann suche ich quasi nach dem kleinsten X, das größer ist als X1. Und dann kann ich quasi alle horizontalen Elemente ausgeben, deren X-Wert auch kleiner ist als X2. Ja. So. Das heißt, ja, das ist ein ziemlich einfacher Algorithmus, der auch ziemlich einfach sieht, dass der korrekt ist. Und
Genau, und was ist jetzt die Komplexität in diesem vereinfachten Fall für diese orthogonale Strecken, für das orthogonale Streckenschnittproblem? Ja, also dieses Einfügen, also das Einzige, was ich hier mache, ist dieses Einfügen in T, ja, also diese sortierte, genau, hier Insert und Remove in diese sortierte Liste. Und das macht man mit dem Binärbaum. Und das heißt, es hat dann logarithmische Laufzeit für Insert und Remove. Ja. Und das macht man höchstens n-mal. Ja. Also n-mal Einfüger, n-mal Remove. Höchstens. Und genau, und jetzt kommt dann diese Range Query. Und wie gesagt, da mache ich dann, weil das sortiert ist, kann ich das erste Element, das größer ist als dieses x1, also das ist so eine sogenannte Successor Query, die kann ich in logarithmischer Zeit ausführen. Ja, ich habe da im Baum, habe ich quasi immer gespeichert, was ist quasi das größte Element, das im Teilbaum ist. Und wenn das wenn dieses größte Element größer ist als mein Punkt, dann gehe ich da rein und sonst muss ich entweder wieder links oder wieder rechts schauen. Ja. Eher weiter links, genau. So. Das heißt, es geht auch in logarithmischer Zeit und dann gehe ich ja hier einfach durch und in meiner Struktur kann man sich jetzt zum Beispiel auch in dem Suchbaum die Blätter verbinden und dann hat man linearer Aufwand mit den horizontalen Segmenten, die das überschneidet. Ja, und das heißt, das ist quasi die lokale Ausgabekomplexität KS für mein Segment. Und wenn ich dann über alle Segmente summiere, naja, dann ist es die globale Ausgabe, was dann K ist. Ja, das heißt, dieser Algorithmus, den wir jetzt entwickelt haben für das vereinfachte Problem, der hat schon eine gute Komplexität, nämlich n log n plus k. Ja, und das ist quasi optimal, wenn man das vergleichsbasiert und keine weiteren Einschränkungen hat. So, genau. Und jetzt wollen wir das verfeinern und ja, verallgemeinern. Das heißt, jetzt machen wir jetzt quasi, dass es nicht nur horizontal und vertikal gehen kann, sondern quasi eine allgemeine Lage haben kann. Und genau, was man jetzt aber noch ausschließt, ist quasi, dass erstmal keine horizontalen Strecken da drin sind und keine Überlappungen. Das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie zwei Strecken. Überlappung heißt, ich habe hier eine Strecke und jetzt liegt irgendwie eine andere Strecke, liegt da quasi drauf. Und dann gibt es quasi nicht einen Schnittpunkt, sondern quasi ganz viele gemeinsame Punkte von diesen zwei Strecken. Und genau, und Schnittpunkte jeweils immer von genau zwei Strecken. Das sagt genau die Überlappung aus. Genau, und das kann man auch erreichen, indem man einfach diese, indem man genau so ein bisschen so ein Epsilon immer das quasi schüttelt, diese Punkte und dass man quasi auch keine, wenn ich zwei horizontale Strecke habe und dann quasi ein bisschen Epsilon dazu mache, ja, dann ist das nicht mehr ganz horizontal und so könnte man das in der Praxis zum Beispiel lösen. Okay, genau. So, jetzt, genau, also viele Konzepte bleiben gleich, ja, also ich habe immer noch dieses Sweepline und diese Statusdatenstruktur, die hat jetzt immer noch diese Strecken geordnet nach x-Wert drin. Natürlich, wenn jetzt die nicht horizontal sind und vertikal, also wenn sie nicht genau vertikal sind, dann ändert sich dieser x-Wert im Laufe des Algorithmus. Ja. Aber mir wird sehr, dass die Nachbarschaftsbeziehung, die ist ja wichtig. So. Das Ergebnis, genau, diese Ereignisse gibt es jetzt aber Start, Endpunkt und auch Schnittpunkt. Genau. Und das Entscheidende wird sein, dass jetzt dieser Schnitttest nur gemacht wird
wenn quasi zwei Strecken zu diesem Ereignispunkt, wenn die da benachbart sind. So. Und genau, ich wollte quasi zeigen, dass wenn ich zwei Strecken habe und die schneidet sich, ja, dann sind die quasi erstmal nicht benachbart, aber nach dem Schnitt sind sie auf jeden Fall benachbart. Ja. Das heißt, wenn es dann einen gemeinsamen Schnittpunkt gibt, dann folgt raus, dass S und T, also die zwei Strecken, Nachbarn sind auf dieser Sweepline. Ja. So. Und das heißt quasi eine triviale Beobachtung. Also erstmal sind sie ja nicht benachbart in dieser Struktur. Ja, da ist noch gar nichts drin anfangs. Wenn ich dann quasi drüber gescannt habe, über dieses Epsilon, dann sind sie quasi aufeinanderfolgend, diese zwei Linien, und dann sind sie benachbart. So. Das heißt, dieser Algorithmus, der ändert sich jetzt wie folgt. Ich habe immer noch diese Struktur, wo ich beim Start die Liniensegmente einfüge. Dann nehmen wir jetzt eine Max Priority Queue und da füge ich jetzt quasi alle Strecken ein. Ja, also und wie füge ich die ein? Dann nehme ich immer das, also ich will den Startpunkt, da füge ich dann immer das Maximum von dem Y. Also ich habe zwei Punkte, also eine Strecke wird definiert aus zwei Punkte, und genau, der obere Punkt ist das Maximum von diesen Y-Punkten, und da füge ich dann quasi als Event Start ein und die Strecke selbst, und dann habe ich die unteren Punkte, nämlich also das Minimum von diesen Y-Punkten, und als Ereignis wird da Finish eintragen. Genau. Dieses Ding aufzubauen dauert dann, also ich muss da so eine Max Priority Queue initialisieren. Eigentlich kann man das in linearer Zeit machen, wenn ich das da, also einen Heap aufbauen. Da steht das nlogn dran. Das ist eine schlechtere Abschätzung. Also eigentlich kann man das Linearzeit machen, wenn ich quasi, weil ich habe ja quasi wenig Elemente, die ich mit Heapify da zur Wurzel bringen kann. Das heißt, insgesamt geht das eigentlich besser wie dieses n log n, also ich habe da irgendwie was falsch betrachtet, aber n log n ist auf jeden Fall auch okay. So, genau, und jetzt gehe ich da wieder mit meiner Sweepline durch, nämlich also, solange mein Ding nicht leer ist, meine Max Priority Queue, jetzt gibt es quasi verschiedene, ich nehme dann quasi das kleinste Element, das da drin ist, ja. Und dann, und das dauert jetzt n plus k mal log n, weil ich erzeuge jetzt also n mal log n, weil ich habe n Dinge drin am Anfang oder zweimal n, und dann plus k, weil das sind dann quasi noch die Schnittpunkte. So. Und dieses Handle-Event, das hat jetzt hier der zweite Parameter, der Typ, gibt es jetzt ja bei drei Events. Ich füge es ein, es gibt einen Schnittpunkt und ich lösche diese Strecke. So, ja, was machen wir, wenn ich es einfüge? So, wenn ich das einfüge in diese Liste, die nach X-Wert sortiert ist, dann bestimme ich quasi genau die Liste, die quasi ich habe jetzt hier ich habe jetzt irgendwie schon Zeug drin,
So, das ist vielleicht, und da bin ich da schon durch, das ist aktiv. Da habe ich auch schon was und das ist irgendwie aktiv. Und dann habe ich vielleicht hier auch noch was, was gerade noch aktiv ist. So. Und genau, jetzt füge ich was ein. Zum Beispiel, also weil hier das noch nicht aktiv ist, füge ich das vielleicht hier ein. So. Genau. Und naja, wenn ich das jetzt hier einfüge, und ich will jetzt quasi Nachbarschaft, oder ich will quasi Schnitte rauskriegen, mal das irgendwie so, dann muss ich jetzt quasi erstmal die Nachbarn, die im X-Wert quasi links und rechts davon liegen, betrachten. Ja. Weil, wenn ich quasi einen Schnitt mit irgendwas, das da drüber liegt, machen will, ja, dann habe ich ja hier dann ein Event, wo sich quasi die Lage von dieser Strecke und dieser Strecke dann sowieso ändert und danach eine Nachbarschaftsbeziehung besteht und ich dann diesen Vergleich oder diesen Schnitt berechnen kann zwischen was das weiter links oder weiter rechts liegen kann. Ja? Das heißt, ich betrachte mir quasi nur den Predecessor und den Successor in der Liste. Ja? Und das ist quasi hier dieses und dieses da. Ja? Also das ist quasi das, was in dieser Liste, wo ich das nach x einfüge, was weiter links und was weiter rechts liegt. So. Und dann teste ich quasi nur für diese zwei Linien ab, ob es da eine Überschneidung gibt und ich ein neues Event einfügen muss. Ja? Also ich teste dann, ob, ja, da habe ich so ein Handle auf dieses Stern S und Stern T, das ist so ein Handle auf diese Strecken, ob es eine Überschneidung gibt. An einem Punkt, an einem Punkt, der weiter unterliegt. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann füge ich das ein als Eventpunkt. Und an dem Eventpunkt selber, ja, wenn ich dann zu einer Intersection komme, dann ändert sich hier die Nachbarschaftsbeziehung zwischen diesen zwei Strecken. Da muss ich dann umsortieren. Okay, so, dieses Insert wieder, logarithmische Zeit, dann Predecessor und Successor mit der entsprechenden Struktur im Suchbaum, kriegt man das in konstanter Zeit hin. Und das Find New Event, ja, also ob sich die zwei Strecken schneiden, geht in konstanter Zeit einmal in der Operation. Und dieses Insert hat dann wieder logarithmische Zeit. Genau, also hier ist dann auch auf der Folie selbst noch ein Beispiel. Ja, da sind jetzt quasi diese zwei rosa Strecken, die sind da schon drin, hier, und dann komme ich da hin und dann teste ich jetzt quasi nur ab gegenüber dem direkten Nachbarn. Das ist jetzt diese Strecke und mache da den Schnitt und da drüber, da gibt es keins, dann mache ich da keinen Test. Okay, das war also, wenn ein Ding anfängt, eine Strecke, und jetzt gibt es aber auch den Fall, dass eine Strecke aufhört. Okay, also hier zum Beispiel, da hört diese Strecke hört jetzt auf. Ja, und wenn eine Strecke aufhört, dann gibt es jetzt auch wieder neue Nachbarschaftsbeziehungen. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier diesen Predecessor und diesen Successor. Und dann teste ich, wenn dieses Ding aufhört, kriege ich dann die neue Nachbarschaftsbeziehung und teste dann diese zwei, ob es da einen Schnitt gibt zwischen diesen zwei. Ja, also Previous. Next, und dann genau mache ich hier das weg aus dieser nach x geordneten Struktur und teste dann dieses da. Und genau, und schlussendlich gibt es dann eben der dritte Tipp, und der dritte Tipp ist, wenn ich dann aber genau an so einer Intersection bin, ja, heißt, ich habe zwei Strecken A und B, und wenn nach der Intersection tauscht sich hier diese Reihenfolge aus in der Struktur. Das heißt, ich mache hier diesen Swap von diesen zwei Strecken. Das ist mal der Output, genau. Dieser Swap, wenn ich da den Baum umändern muss, kann dann logarithmische Laufzeit haben. Dann bestimme ich quasi, was der
die Nachbarschaftsbeziehung hier ändert sich, ja, also ich betrachte dann bei das, was davor ist und das, was danach ist, also was kommt quasi vor A oder genau, was kommt vor B, jetzt hat sich ja das umgeändert, dass B vor A kommt, also teste ich quasi, was vor B kommt und schaue, ob es da ein neuer Schnittpunkt entsteht und das Äquivalent machen wir dann auch für A mit dem nächsten Segment, das da weiter rechts kommt. Genau. So, aber das heißt, in jedem dieser Events, das passiert, habe ich immer konstant viel quasi neue Operationen oder Events erzeuge ich da und jedes Event kann immer in logarithmischer Zeit behandelt werden, ja, weil ich da nur in dieser Suchstruktur was verändere. Okay, ja, also hier nochmal ein Beispiel. Wenn ich ja diese Strecken habe, füge ich ein, die Strecke ein, die ist dann aktiv, blau gezeichnet. Dann genau in dieser T-Struktur, wenn ich das zweite einfüge, ist es benachbart dann zu der ersten Strecke. Dann berechne ich da den Schnittpunkt und der kommt dann da dazu als Event. Also alle diese hellgrünen Punkte sind Events, geordnet nach Y und dann genau, gehe ich dann zu diesem Punkt und berechne den Schnittpunkt. Und dann, wenn ich in dem Schnittpunkt bin, dann weiß ich, dass die zwei Strecken, quasi getauscht werden müssen in dieser Suchstruktur. Ja. Das heißt dann, ich berechne dann zu diesem Segment den Schnittpunkt aus, weil ich jetzt weiß, dass das rechts von dieser Linie liegt, mache ich die Nachbarschaftsbeziehung mit dieser Linie. Ja, und so weiter. Ja, jetzt bin ich im Schnittpunkt, dann weiß ich wieder, das tauscht sich aus. Das heißt, ich muss jetzt mit dieser Linie den Schnittpunkt berechnen, mit dem neuen Nachbar, der diese Linie ist. Oder diese Strecke. Das heißt, da kommt der dazu. Dann ändert sich wieder die Nachbarschaftsbeziehung zwischen dieser Strecke und dieser Strecke. Da entsteht dann aber kein neuer Schnittpunkt. Dann genau, habe ich diese Strecke, füge ich hinzu. Da gibt es, weil das liegt jetzt quasi rechts von allen anderen Strecken zurzeit. So, und genau, dann füge ich das hinzu. Das liegt auch rechts von diesem da. Und wenn ich da einen Schnitttest mache mit dem Nachbar, dann kommt dann dieser neue Schnittpunkt hinzu. Dann tauscht sich jetzt hier die Nachbarschaftsbeziehung aus zwischen diesem und diesem. Das heißt, ich mache einen Schnitttest zwischen dieser Strecke und dem neuen Nachbar, der hier ist. Genau. Und so weiter. So. Das heißt, die Gesamtkomplexität ist die Anzahl an Punkte, die ich drin habe, plus die Überschneidungen oder die Schnittpunkte, die ich da berechne. Und bei jedem Event das Log N für Einfügen, Löschen oder den Swap innerhalb von diesem binären Suchbaum. Okay, so, jetzt kann man das noch verfeinern. Das heißt, wenn bisher war die Annahme, dass es keine Überlappung gibt. Die Überlappungen, die kann man quasi, ich gehe mal ein bisschen vor, die kann man auch extra behandeln. Also ich habe dann diese Strecken, berechne die quasi die ganze Gerade, wo die Strecken da hier, wo die Strecke drauf liegt und suche dann quasi alle anderen Strecken, die da auch noch drauf liegen und berechne dann quasi ob sich diese, dann kann ich das quasi einordnen nach Start und kann ich das nach Startpunkte sortieren und kriege dann, wenn ich da M Strecken drauf liege habe, ja, kann ich da einfach einen Scan drüber machen und kann dann immer schauen, ob das noch aktiv ist und kriege dann diese Schnittpunkte raus, die auf der Gerade liegen. Ja. Und genau. Das wäre quasi, wie man die Überlappungen wegkriegt.
Und genau, und jetzt kann man quasi noch, wenn man die in diesem, in dieser Menge, wo, wenn sich quasi mehrere Punkte, wenn sich mehrere Strecken in einem Punkt schneiden, ja, dann muss man eine Spezialbehandlung machen, kriegt man drei Mengen, die man da hat. Hat man einmal, ich mache das jetzt mit drei Farben hier, kriege ich, genau, ich habe einmal die Menge an Segmenten, die da startet in dem bestimmten Punkt. Ja, also ich habe quasi einen Punkt, da treffen sich Punkt P, da treffen sich alle diese Dinger. So, das heißt, ich habe vielleicht irgendwie zwei Sachen, die da starten. Dann habe ich, das ist quasi die Menge U. Das ist quasi blau. Dann habe ich die Segmente, die da in C liegen. Das heißt, das sind, wo da irgendwie, wo es einen Schnittpunkt gibt. Das heißt, das führt sich dann auch fort. Ja, das heißt, wenn ich einen Schnittpunkt habe, also das liegt das quasi hier. Hier drin habe ich nochmal zwei Strecken. Das ist die Menge C. Und dann habe ich noch Rot sind quasi alle die Sache, die da aufhört. Das heißt hier, vielleicht habe ich da zwei Sachen, die da aufhört in diesem Punkt. So. Okay, und dann habe ich genau, also das alles, was da in ich habe, genau, das ist rot, ist L. Also alles, was da in, genau, also ich gebe quasi erstmal aus, was ich da alles trifft. Ja. Das heißt, wenn es in diesem Punkt, wenn es quasi mehr als zwei Linien gibt, dann gebe ich quasi dann alle diese Überschneidungen aus. Dann nehme ich dieses L, das fällt ja dann weg, und dieses C habe ich dann auch behandelt, diesen Schnittpunkt. Das heißt, das nehme ich raus aus meiner Struktur. Und natürlich muss ich jetzt dieses U, genau, also alles, was quasi in U und C ist, das mit dem C, das tauscht sich, da muss ich wieder quasi einen Swap machen, da weiß ich dann, wie sich die Reihenfolge ändert. Auch wenn sie quasi mehr als zwei, dann dreht sich die Reihenfolge einfach komplett um. Ja, also wenn ich da irgendwie, wenn ich da drei Sachen habe, dann weiß ich, wenn das vorher hier A, B und C war, dann ist das aber nachher genau die umgekehrte Reihenfolge, also C, B und A. Und dann muss ich die neuen, die da beginnen, muss ich dann da einsortieren in das Ganze. Ja, das C. So, und genau. Und wenn jetzt, wenn dieses U und C, das Neue, das ich da beginne, genau, das heißt eigentlich, wenn ich jetzt nur so einen Fall hätte, wo das nur das Rote vorkommt, dieses L, dann muss ich nichts machen, ja, dann hört es einfach auf und ich muss quasi das linke und rechte Nachbar von in P. Muss ich dann dieses Find New Event machen, wie vorher, wie beim normalen Algorithmus. Und sonst muss ich jetzt genau also wenn ich von diesem blauen und grünen habe, da muss ich dann quasi von dem linkischen, von dieser Vereinigung, ja, das ist dieses Find Leftmost. Und mit dem Predecessor, also was ich quasi davor habe, und quasi da muss ich dann den Test machen, und sonst mit dem, was das Rechteste ist von diesem Ding, das ist Find Rightmost, und mit dem Successor, was quasi weiter, eine Linie, die weiter hier drüber liegt. Okay, und dann hat man das quasi allgemein gelöst. Und ja, und hat es allgemein. So, das heißt. Genau, was ist eigentlich gut? Also die Laufzeit ist jetzt ziemlich gut. Die ist ja,
die ist ja n plus k mal log n. Aber was jetzt noch ein bisschen blöd ist, ist dieser Speicherplatz, weil ich füge ja immer als Events, füge ich immer die Schnittpunkte ein. Und die Schnittpunkte, die können ja, also ich kann quasi ziemlich viele Schnittpunkte kriegen. Und das macht mir für eine Laufzeit nichts aus, wenn es irgendwie viele n log n ist, aber im Speicherplatz, der ist meistens sehr beschränkt. So, und jetzt kann man einen einfachen Trick machen. Und zwar löscht man einfach diese Schnittpunkte raus, die quasi nicht zwischen benachbarten Strecken sind. Weil man die im Verlauf des Algorithmus, weil die Strecken dann quasi sowieso wieder Nachbarn waren, und dann hat man das, dann fügt man die sowieso wieder ein. Also das heißt, das ist quasi ein einfacher Trick, um den Platz dann auf O von N zu reduzieren. Ja. Weil ich dann quasi einfach nur immer also maximal die Strecken drin habe in dieser Struktur, plus quasi nur zu jedem Zeitpunkt alle Schnittpunkte, die zwischen diesen Strecken, zwischen zwei benachbarten Strecken sind. Genau. Und genau, das heißt, was wir hier gemacht haben, ist quasi dieser Bentley-Ottman-Algorithmus aus den späten 70er. Auf der ersten Folie war auch so ein Literaturhinweis auf dieses Buch von De Barg. Und der Thomas Ottmann, Professor Ottmann, der hat auch selbst schon ein Buch, da ist das auch schön beschrieben, ist auch in einem anderen Buch schön beschrieben, dieser Algorithmus nochmal. Genau, und jetzt gab es über die Jahre, gab es dann Verbesserungen, also weil zum Beispiel das, was wir gerade besprochen haben, dass es in Platz O von N geht und nicht O von N plus K. Genau, und genau, das heißt, wir sind quasi mit der Lösung, die wir jetzt hier präsentiert haben, sind wir quasi ganz nah an dem Besten, das es zurzeit gibt für dieses Linienschnittproblem. Okay, so, das heißt, das wäre das erste geometrische Problem, das wir quasi fast optimal gelöst haben. Genau, also hier dieses, genau, da ist das plus k anstatt plus k log n, das was wir gemacht haben. So, genau, jetzt zu dieser konvexen Hülle. Wie gesagt, ich habe eine Punktemenge und das erstmal hier in diesem Beispiel in R2, also x und y werde für jeden Punkt. Und ich suche jetzt ein konvexes Polygon k, sodass mit Eckpunkte aus p, das heißt, es ist quasi minimal, ja, da geht irgendwie nichts verloren. Wenn man quasi so ein Gummiband rumspannt, ja, dann sitzt, das ist quasi das Analogum, wenn man das physikalisch lösen wollt. Dieses konvexe Polygon schließt quasi alle P's ein. Ja? Also das hier, diese Notation heißt, dass diese Punkte quasi enthalten sind in diesem K. Weil eigentlich, genau, es ist ja quasi dieses Polygon, besteht ja aus Punkten aus P, das heißt, eigentlich könnte man das quasi vielleicht auch andersrum schreiben. Wenn man das irgendwie ganz einfach, ein ganz naiver Ansatz, um das Problem zu lösen, wäre folgender: Ich kann quasi ich will quasi bestimmen, welche Strecken liegen auf dieser konvexen Hülle, und dann könnte ich jetzt quasi jede einzelne Strecke nehmen und könnte immer schauen, ob jetzt da links davon noch ein Punkt liegt. Ja? Wenn ich, und das steht, das wäre so ein einfacher Ansatz, ja, ich habe hier eine Punktemenge und jetzt mache ich da die Gerade durch und schaue jetzt nach,
test quasi, ob es einen Punkt gibt, der weiter links davon liegt. Und wenn das weiter links davon einen Punkt gibt, dann auf der linken Seite, dann stimmt das nicht. Ja? Das heißt, diese Kante wäre da nicht drin. Ja, wenn ich jetzt diese Kante betrachte, da liegt nichts links davon, da liegt alles rechts davon. Ja. Wenn ich da diese Kante betrachte, da liegt auch alles nichts links und alles rechts davon und so weiter. Das heißt, da könnte ich quasi alle n-Quadrat-Kanten anschauen und alle Kanten, wo quasi nichts links davon liegt, die wären Teil der konvexen Hülle. Das ist natürlich schlecht, weil dieser Algorithmus quadratische Laufzeit braucht. Nee, ist sogar noch schlechter. Ich nehme quasi quadratisch viele Kanten teste ich und ich muss quasi mit jedem Punkt testen, ob der links oder rechts liegt. Ob ein Punkt links oder rechts liegt von der Geraden, das macht sie morgen in der Übung. Geht aber in konstanter Zeit. So, genau, das heißt, diese Basisoperation, dieser Test, den nehmen wir jetzt mal an, dass der einfach in konstanter Zeit geht und einfach ist. Okay, und jetzt gibt es einen Algorithmus, der läuft in n log n, also eine Sortierkomplexität von diesen Punkten. Und genau, das machen wir jetzt erstmal. Also heißt, wir nehmen dickerweise alle Punkte und sortieren die nach x. So, das heißt, das geht in n log n. Und jetzt nehme ich den linken Punkt und den rechten Punkt. Das heißt, das ist dann in dieser sortierten Reihenfolge, ist es p1 und pn. Ja, und da verbinde ich die. Und ich will jetzt als Teilproblem erstmal quasi die konvexe Hülle, die oberhalb dieser Strecke liegt, lösen. Ja. Das heißt, ich teile es ein in Upper und Lower konvexe Hülle. So. Und genau, das kann ich mit dem sogenannten Graham-Scan, kann ich da diese obere Hülle bestimmen. Und zwar fange ich da an mit, mit drei Punkten, ja, bestehend aus diesem PN, P1, und dann nehme ich mir den zweiten Punkt, den es da gibt, nehme ich mir den dazu. So, und jetzt gibt es immer zwei Fälle, wenn ich da einen neuen Punkt hinzunehme. Ich gehe jetzt dann nach rechts, ja, das heißt, ich erhöhe in X-Richtung. Naja, wenn jetzt quasi diesen neuen Punkt, den ich hinzunehme, auf der nächsten Folie ist auch ein Beispiel, ja, wenn ich den neuen Punkt, den ich, wenn ich den hinzunehme, genau, also hier, also genau, ich nehme einen dazu und dann liegt dieser Punkt, genau, also das war die vorhergehende Lösung, dann gehe ich eins nach rechts und habe einen neuen Punkt, der liegt quasi überhalb und das heißt, ich mache da einen Rechtsknick. Ja. So, wenn ich da einen Rechtsknick mache, das heißt, wenn ich da den vorhergehenden Punkt gleich verbinde mit dem neuen Punkt, dann liegt das andere liegt dann quasi unterhalb und ist enthalten in der konvexen Hülle. Ja. Das heißt, was ich da mache, ist, ich lösche diesen alten Punkt, weil ich weiß, der ist jetzt der ist nicht Teil der konvexen Hülle, weil er liegt innerhalb von diesem konvexen Polygon. Ja. So. Und genau, der zweite Fall ist, dass ich immer noch dass der immer noch, weil der neue Punkt, den ich hinzufüge, dominiert immer noch quasi alles, alle anderen Punkte und dann lösche ich den nicht. Ja. Hier in diesem, genau, in diesem Fall ist es so, ja, wenn ich dann nochmal einen Punkt dazufüge, dann dominiert er diesen Punkt, das heißt, ich lösche den wieder. Wenn man dann nochmal einen Punkt dazufügt, dann dominiert er wieder diesen Punkt und dann habe ich wieder ein konvexes eine konvexe Hülle. So, bis zu diesem Punkt. Ja. So. Das, genau. Und dieser Test, Right Turn, genau, das läuft quasi drauf raus auf den Test, ob dieser alte Punkt, ob der links oder rechts lag. Ja. Und wie gesagt, das können wir in konstanter Zeit testen.
für Punkte. Und genau, und solange das der Fall ist, löscht man dann diesen Punkt und fügt dann schließlich den neuen Punkt hinzu. So, und genau, das heißt, mit dem Algorithmus sortiere ich nur und genau, und teste jedes Mal hier, ob diese Bedingung gilt. Jetzt in dieser Weißschleife, da macht man wieder einmal diese Analyse. Ja, also ich habe erstmal hier diese Vorschleife und ich kann jetzt quasi nur so viele Punkte aus der konvexen Hülle löschen, wie ich da eingefügt habe. Ja. Weil das L ist dann am Ende die konvexe Hülle und ich füge höchstens L-Knoten da dazu, höchstens N-Knoten dazu. Das heißt, in dieser Weißschleife kann ich höchstens N mal ausführen. Das heißt, insgesamt habe ich dann linear viele Schritte. So, leider lässt sich dieser Algorithmus dann nicht ganz einfach verallgemeinern oder erweitern für höhere Dimensionen. Ja, da gibt es zwar für dreidimensionale konvexe Hülle gibt es eine Sache, wo auf die Divide and Conquer basieren. Das heißt, man könnte konvexe Hülle ja auch so lösen, indem man quasi die Punktemenge aufteilt in zwei Bereiche. Ja, kann man das irgendwie hier aufteilen, dann machen wir hier rechnen wir einmal die konvexe Hülle für diesen Teilbereich aus, die konvexe Hülle für diesen Teilbereich und dann muss man hier die Verbindungsknoten finden, die ich da insgesamt habe. Und dann geht es dann auch mit so Ansätzen kann man das dann auch für höhere Dimensionen machen. Genau. Ist aber ein Teil der Vorlesung, das ist nur diesen Chili, diesen Zusatz. So, genau. Jetzt kommt nochmal ein Problem. Ich habe auch wieder eine Punktmenge und will den kleinsten einschließenden Kreis berechnen. Heißt, wenn ich jetzt da im Zweidimensionalen bin und dann bestimmen zwei oder drei Punkte, bestimmen genau diesen bestimmten Kreis. Eigentlich genau drei, mit drei ist dann eindeutig, weil wenn ich zwei Punkte habe, dann wenn ich durch zwei Punkte diesen Kreis bestimme, ja, dann kann es immer noch sein, dass ich den Kreis so außen ansetze. Ja, wenn ich zwei Punkte habe, dann muss das nicht. Also genau, ich müsste dann quasi definieren, dass es quasi genau hier dazwischen diesen Punkten das verläuft. Wenn ich drei Punkte habe, dann ist es eindeutig bestimmt, dieser Kreis. Ja, das heißt, ich habe da so ein Dreieck und dann finde ich da den Mittelpunkt von dem Dreieck. So. Genau. Und dann, genau, der habe ich hier da den Kreis bestimmt. So, und wenn ich quasi den minimalen Kreis bestimmen will, der quasi alle anderen Punkte enthält, dann liege da auch immer die zwei oder drei Punkte drauf. Weil, falls es nicht der Fall ist, kann ich den Radius dann verkleinern und bis quasi zwei oder drei Punkte drauf liegen. Okay, und genau, und der Algorithmus, der hat nur ein paar Zähler. Also der nimmt zwei Mengen, also einmal dieses P und dieses P ist meine Punktmenge, für den ich diesen kleinsten Kreis bestimmen will. Und dann habe ich ein Q und das Q, das ist quasi die Lösungsmenge, die ich da habe. Und genau, schauen wir uns das an. Also entweder wenn diese Punktemenge leer ist und die Lösungsmenge oder die Lösungsmenge quasi schon irgendwie, also für den Fall, dass ich zwei Dimensionen habe, dass da quasi drei Punkte drauf liegen, dann gebe ich einfach diesen
diesen Kreis zurück, der durch diese drei Punkte aufgespannt wird. Ja. Das ist der Basisfall. Und genau, dann nimmt man sich, also wenn der Basisfall nicht auftritt, das heißt, meine Punktenmenge ist nicht leer, dann nehme ich mir einen Punkt raus, zufällig, wichtig, und erlösche den Punkt. Ja, also hier, da ist ein Beispiel. Entweder liegt er dann und berechnet dann quasi für dieses reduzierte Problem die Lösung. Kriege ich also einen neuen Kreis raus. Und dann teste ich ab, ob dieser Punkt, ob der in der Lösung drin liegt. Ja, das ist hier in der linken Abbildung der Fall. Da habe ich die blaue Punkte rausgekriegt als Lösung. Und weil dieses Ding drin liegt, kann ich ja einfach die Lösung dann zurückgeben. Weil ob ich jetzt ich habe den erst gelöscht gehabt, habe es berechnet, habe quasi ein kleineres Problem gelöst. Und der Punkt, den ich gelöscht habe, der liegt innen drin. Das heißt, es passt noch. Ja? Die Lösung hat sich nicht verändert. Dann kann ich das zurückgeben. So. Also das heißt, das ist auch ein guter Fall. Und sonst muss ich jetzt, das ist hier rechts abgebildet, ich habe den Punkt rausgelöscht gehabt, dann hat mir mein Algorithmus, gibt mir eine Lösung für das reduzierte Problem, und jetzt stelle ich fest, dieses X, das ich hier rausgelöscht habe, das liegt gar nicht in dieser Lösung drin, das ist außerhalb von diesem Smallest Enclosing Ball. Und dann muss ich aber dieses X, muss das auf der Lösung, auf dieser neuen Lösungsmenge liegen. Das heißt, ich lösche den raus, also Punktmenge, aber tue ihn zur Lösungsmenge dazu, also zu einem Punkt, der drauf liegen muss. Ja, so. Das heißt, ich muss zeigen, wenn dieses X nicht in diesem B drin liegt, in diesem smallest enclosing ball, ja, dann muss er auf diesem smallest enclosing ball von diesem P liegen. Ja. Also dieses B war ja dieses smallest enclosing ball von P ohne den Punkt. Ja. So. Und das heißt, das zeigen wir jetzt durch einen Widerspruchsbeweis. Ja. Also wir nehmen an, dass X nicht jetzt auf dem Rand ist von diesem smallest enclosing ball. Ja. Und daraus folgt ja, wenn der nicht ist, dann liegt er da in dem smallest enclosing ball, nicht auf dem Rand ist, dann liegt er drin. Ja. So. Und das heißt, genau, liegt er da drin. Das heißt, wenn ich den wegnehme, dann ändert sich die Lösung auch nicht. Ja? Dann ändert sich die Lösung nicht und dann bin ich in B. Ja? So, das heißt, das X liegt in die B drin und genau, das und braucht hier natürlich auch noch, dass dieser smallest enclosing ball eindeutig ist. Naja, das heißt, nehmen wir mal an, das sei nicht eindeutig, also wir hätten quasi zwei smallest enclosing balls, dann liege da quasi in jedem dieser smallest enclosing balls liegen alle Punkte drin. Ja, also wenn ich zwei habe, B1 und B2, sind das hier auch in der Abbildung gezeichnet, ja, also zum Beispiel blau und den grünen da, dann liegen alle Punkte natürlich auch in der Schnittmenge drin. So. Und diese Schnittmenge da, wenn ich die nehme aus diesen zwei Kreisen, dann ist der Radius dieser Schnittmengen natürlich kleiner. Ja. So. Und das heißt, dieser neue
Smallest und Closing Ball, den ich da als Schnittmenge definiert habe, der wäre dann noch kleiner als zum Beispiel diese erste Smallest and Closing Ball, und das ist quasi ein Widerspruch zu der Annahme, dass es ein Smallest and Closing Ball war. Ja. So. Gut. So, das heißt, jetzt ist es quasi, also dieser Algorithmus, der sieht erstmal aus, wie wenn der irgendwie dass die Laufzeit ziemlich schlecht ist. Ja. Wo ich mir das erste Mal angeschaut habe, sieht man nicht sofort, dass die erwartete Laufzeit linear ist. Genau, aber das kann man jetzt durch Analyse, kann man das wirklich zeigen. Ja. Also was mir quasi zählt, ist einfach diese Anzahl an Tests, ja, wie oft getestet wird, ob X in diesem Ball drin liegt. So, und das machen wir jetzt, genau, stellen wir das in eine Rekurrenzgleichung auf, und der Basisfall, da liegt vor, wenn ich dann entweder in der, also quasi dieses P und dieses D, also ja, dieses erste und zweite Parameter, das ist immer die Größe der Mengen, die ich da habe, ja, also die Größe von dieser Punktmenge und die Größe von der Lösungsmenge. Ja. So. Und der Basisfall, den wir da haben, der Algorithmus, ist entweder, wenn ich D plus 1 Punkte in der Lösungsmenge habe, also im zweidimensionalen Fall 3 Punkte, oder ich habe quasi nur ein Punkt, dann ist der Smallest and Closing Ball gleich einfach der Punkt. Ja. So. Und genau, und jetzt dieser Algorithmus macht quasi Folgendes: Er schaut ja jedes Mal nach, ob dieser Punkt da drin liegt in diesem Closing Ball, den man ausgerechnet hat. Das heißt, es ist 1 plus die Reduktion auf das Problem mit P minus 1 Punkte. Ich nehme das X raus mit der gleichen Lösungsmenge. Plus, wenn dieser Punkt da nicht drin liegt, ja, das heißt, das ist jetzt dann die Wahrscheinlichkeit, dass X nicht in diesem Enclosing Ball drin liegt, mal, und dann kommt der rekursive Aufruf, der diesen Punkt dann dazufügt. Also habe ich dann Q plus 1 Element in der Lösungsmenge mal P. Oder aber mit der gleichen Punktmenge. Genau. So. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn wir denn zufällig wählen, diesen Punkt, aus diesen P-Punkten, genau, gibt es quasi 3 Punkte, die da in der Lösungsmenge drin liegen. Q habe ich schon bestimmt. Ja, das heißt, ich habe dann aber D plus 1 minus Q Punkte, die da noch drauf liegen können. Ja, und dass ich genau so einen wähle, das ist dann, oder dass der quasi nicht in B ist, heißt, das ist quasi gerade die Wahrscheinlichkeit, dass der noch da drin liegt. So. Genau. Und naja, und wenn man jetzt da das zum Beispiel für D gleich 2 einsetzt, wenn ich hier jetzt da in die zweite Zeile springe, genau, also erstmal für, das sind diese Basisfälle, da habe ich also quasi keinen Vergleich für diese Fälle. So. Das heißt, wenn ich jetzt da 2 einsetze, dann habe ich 1 plus T von P minus 1, wenn ich den Punkt quasi rausgenommen habe und dann das für die gleiche Anzahl an Punkte in der Lösungsmenge test, plus 1 durch P mal T, P und 3. So, und das ist jetzt quasi für den Fall D gleich 2, ist das jetzt quasi hier dieser Basisfall, den sie hier oben betrachtet. Ja? Das heißt, das ist dann, weil da brauche ich keinen Vergleich für dieses Ding, weil das der Basisfall ist. Das heißt, das ist 1 durch P habe ich dann mal 0, ja, das heißt, es fällt dann hier einfach weg. Das heißt, dann steht da einfach nur noch dran, 1 plus T von P minus 1, 2, ja, und naja, das verringert sich also quasi mit jedem Schritt um 1 hier, ja, und das heißt, das kann ich dann quasi P mal ausführen und dann bin ich wieder beim Basisfall von 0. Das heißt, dieses ganze Ding ist kleiner als P, also T von P 2 ist, brauche ich, erwartet weniger als P Schritte. So.
Und jetzt nutzen wir einfach die Lösung, die wir jetzt gerade gekriegt haben für t von p und 2 aus, um dann t von p und 1 auszurechnen. Genau, da habe ich wieder 1 plus das Problem reduziert auf einen Punkt weniger und einem Punkt da in der Lösungsmenge plus. So, und jetzt haben wir hier dieses Q ist jetzt 1, das heißt, das sind dann nur d durch p, das heißt, das ist 2 durch p mal t von p, 2. Und diese Wahrscheinlichkeit, die haben wir gerade ausgerechnet. Ja? Und diese Wahrscheinlichkeit, die war, oder diese das ist quasi kleiner gleich als p, dieser Term hier. Und dann kommt dann hier plus 2 hin, das heißt, ich habe 1 plus 2, ich hab 3 hier, plus diese Rekurrenz. Und das nimmt quasi auch wieder jedes Mal 1 ab. Ja, also ich habe das wieder für p minus 1 und das mache ich also hier wieder höchstens p mal. Und p mal, ja, diesen konstanten Term, was 3 ist, und das heißt, ich habe, das ist kleiner als 3 mal p. So. Und mit genau derselben Technik wiederhole ich das noch einmal. Ja, das heißt, jetzt machen wir das für p und ich habe also die Punktmenge, die aus p-Punkten besteht, und ich habe jetzt noch gar keinen Punkt bestimmt, der in der Lösungsmenge ist. Dann ist das 1 plus und dann wieder die Menge, die aus einem Punkt weniger besteht und der noch der leeren Lösungsmenge plus und jetzt ist das dann hier die Dimension war 2 plus 1 minus 2 genau. Q wäre jetzt 0, genau, dann habe ich jetzt hier 3, das ist schon 3 durch P mal diese Rekurrenz, die wir hier gelöst haben. Das heißt, wenn man das dann hier einsetzt, dann kriegt man jetzt 3 mal 3, 9 und das P kürzt sich weg. Das heißt, insgesamt sind es 3 plus 1 sind 10 und dann ist es wieder hier genau gleich wie vorher. Also ich habe 10 mal P, weil ich das quasi P mal wiederhole, bis ich beim Basisfall wieder ankomme. Ja. Das heißt, die erwartete Laufzeit des Algorithmus ist wirklich nur linear in der Anzahl oder in der Größe der Punktmenge. Ja. Wobei wir die Punktmenge immer mit n bezeichnet haben, jetzt ist es p. Ja. Genau, so, das heißt, was wir quasi gerade gezeigt haben, ist dieser zweidimensionale Fall für den smallest enclosing ball, was 10n ist. Wenn man das eindimensional betrachtet, das heißt, ich habe da Punkte, die jetzt nur aus dem x-Wert bestehen, dann heißt es, dass ja dieser Kreis ich will quasi nur den Radius wissen. Das heißt, es ist eigentlich nur, ich will den kleinsten und größten Punkt von meiner Punktmenge bestimmen. Ja. Das heißt, das könnte man natürlich auch so machen, dass man quasi einfach das Minimum und Maximum der Punktmenge bestimmt, und das ist auch linear. Aber mit dem Algorithmus geht es auch erwartet linear. Ja. Wenn man das jetzt quasi macht für höhere Dimensionen, bei 3 oder 4 Dimensionen, dann kriegt man hier höhere Konstanten, und allgemein ist es so, dass diese Konstante abhängt von der Dimensionalität, und da ist es die Fakultät. Ja. Aber das heißt, für 3 wäre es vielleicht noch effizient, 4 und höher wird es dann ziemlich schnell schlecht. Okay, genau, also das ist quasi jetzt ein geometrischer Algorithmus mit Randomisierung. Da gibt es noch mehr Sachen, da bin ich jetzt aber nicht der Experte und kann da nicht so viel dazu sagen zu diesen geometrischen randomisierten Algorithmen. Ich habe es trotzdem auf der Folie. So, genau, und jetzt fangen wir an mit diesen Range-Query-Strukturen. Also ich habe zum Beispiel
jetzt Punkte im 2D, dann habe ich ein achsparalleles Rechteck, heißt bestehend aus, ja, kann ich dann definieren, aus oberen linken Punkten und unten rechten Punkt zum Beispiel. Und ich will jetzt alle Punkte finden, die da drin liegen, in diesem Rechteck. So, und genau, ich will quasi jetzt eine Indexstruktur, die mir das effizient erlaubt. So, also Vorverarbeitungszeit kann ich einmal sortieren, die Punkte, das heißt, das ist irgendwie n log n. Am besten will ich O von n Platz für die Indexstruktur. Und jetzt sind wir hier wieder im klassischen Modell, das heißt, es sind O von n Worte. Sie können es aber auch mit O von n, genau, O von n Worte, und das, genau, das passt auch, O von n Worte ist gut. Genau, ich könnte es quasi sogar in, also die Konstante genau angeben, also kann man lösen in O von, nicht in O von n, sondern man kann es genau in n Worte, mit n Worte machen, dieses Problem. So, und genau, und Counting, das heißt, ich will wissen, wie viele Punkte sind da in diesem Rechteck drin, kann ich lösen in logarithmischer Zeit, log n. Und Reporting, wenn ich k habe, k Punkte, die da drin liegen, dann kann man das in k plus log n machen. Naiver kann man das sogar, also genau, naiver geht es in k mal log n. Aber mir war quasi das optimale Macher hier in der Vorlesung. Okay. Genau, der erste Ansatz, was man machen kann, ist so ein Suchbaum. Ja, das heißt, ich speichere mir jetzt sind wir im 1D-Bereich. Ja, das heißt, ich würde jetzt einfach einen Baum aufbauen, einen Binärbaum. Und der speichert mir quasi ab, was ist dieses, was ist das, dieses, 17, genau, unten habe ich ja die lineare Liste, ja, da habe ich, das heißt, ich habe einmal sortiert, habe das alles verknüpft und dann fasse ich jetzt zwei Sachen zusammen, ja, das heißt, ich nehme da das Minimum, da nehme ich auch das Minimum. Und genau, dann habe ich hier aus diesen zwei speichere ich mir jetzt also ich speichere mir quasi ab, was ist das, das Maximum im linken Teilbaum. Ja. Genau, hier ist der linke Teilbaum ist 2 und dann darum ist mache ich hier eine 2 hin. Da hier habe ich eine 3, weil das 3 das Maximum im linken Teilbaum ist. Hier die 7, linke Teilbaum, Maximum im linken Teilbaum ist 7. Und die 17 hier ist auch im linken Teilbaum das Maximum. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt quasi suchen will, ich will jetzt bestimmen, welche Punkte liegt zwischen diesem in dem Bereich von 6 bis 15, ja, fange ich bei der Wurzel an. Und wenn jetzt diese 6, die ist also kleiner als dieses Maximum im linken Teilbaum, also gehe ich da in den linken Teilbaum rein. Da steht dann die 7. Die 6 ist immer noch kleiner als die 7, also gehe ich dann wieder in den linken Teilbaum. So, jetzt habe ich die 3 und die 3 ist jetzt größer als, die 3 ist kleiner, oder die 6 ist jetzt größer als das Maximum im linken Teilbaum. Darum gehe ich jetzt in den rechten Teilbaum. Ja. So, und im rechten Teilbaum ist das Maximum, hier im rechten Teilbaum habe ich die 5 und die ist wieder kleiner, also gehe ich wieder in den rechten Teilbaum. Ja. So, und dann komme ich quasi damit komme ich zum ersten Element, das größer ist als meine linke Grenze. Ja. Und äquivalent machen wir das mit der 15. Kann man sich dann auch
das Element suchen, das jetzt genau kleiner ist als dieses, das erste, das kleiner ist als meine rechte Grenze. Ja. Das heißt, das geht in jedem Level, kann man das immer mit konstantem Aufwand, kann man es entscheiden. Ja. Und durch das, dass man das verkettet hat, kann man jetzt quasi alle Bereiche ausgeben. Natürlich kann man das auch, wenn die Liste einfach sortiert ist, jetzt mit Binärsuche machen. Ja. Wir können einfach Binärsuche machen und können diesen Successor und diesen Predecessor einfach mit Binärsuche bestimmen. So, aber genau. Aber jetzt hier, wenn man das mit der verketten, mit diesem Suchbaum macht, dann kann man das natürlich auch dynamisch machen. Wenn man neues Zeug einfügt, kann man das wieder rebalancieren und so weiter. Genau. So. Gut. Wenn ich jetzt quasi allgemeine Punkte habe und will diese Suchanfrage machen, dann kann man jetzt erstmal dieses ganze Grid oder kann ich quasi auf reduzieren, indem ich, wenn ich die Punkte sortiert habe, einfach jeweils den Rang der Koordinate nehme. Ja? Also ich sortiere das nach x und nach y und dann sage ich das der erste x-Wert, der zweite x-Wert, der dritte x-Wert und so weiter. Ja? So. Das heißt, ich sortiere quasi die x-Werte und die y-Werte und dann mache ich jetzt jedes Mal erstmal eine Binärsuche nach dem x-Wert in diesem Ding. Und da kriege ich dann den Rang raus, das hat. So, und dann habe ich das reduziert auf einen Bereich zwischen 1 und n. Ja. Und wenn ich jetzt die Range Query mache, dann suche ich mir jetzt also habe ich das reduziert, jetzt reduziere ich das auf, erstmal suche ich quasi dann, wenn ich ein x, diese x und y habe, dann durch eine Binärsuche bringe ich dann das auch wieder auf den Rang runter, ja, und dann mache ich eine Anfrage in Range Query, das ist übrigens eine Vereinfachung. Das liefert mir ein Ergebnis zurück und dieses Ergebnis, das transformiere ich dann wieder zurück, indem ich von dem Rang wieder auf die Koordinate zurückrechne. So, und das heißt, wie diese Integer Range Query funktioniert, das machen wir dann morgen. Und die gute Nachricht ist, das kann man auch mit diesem Wavelet Tree machen, den wir schon kennengelernt haben in der Textverarbeitung. Das heißt, ganz viele Sachen kennen wir da schon und können das auch dann in optimaler Platzkomplexität lösen. Genau, dann bedanke ich mich und genau. Bis morgen.